Ja, guten Morgen. Neue Woche fängt an. Es ist Montag und wir sind mit den Morning News wieder dabei. Am Wochenende ist nicht allzu viel passiert, daher wird es wohl auch dieses Mal relativ kurz werden mit den News. Halbwegs von der Grippe bin ich mittlerweile erholt, aber trotz alledem, so am Wochenende war es dann doch ein bisschen anstrengend gegen Abend. Hat man gemerkt, dass noch was in den Knochen steckt. Ja, so jetzt hoffe ich, dass alle da sind und ich würde jetzt mit den News beginnen. Jochen Krich von Exciting Commerce hat zum Ende der vergangenen Woche sich einmal genau die Amazon-Lockerzahlen angeschaut und beginnt seinen Artikel im Grunde genommen mit einer recht provokativen, aber trotz alledem ja, sehr spannenden und auch in meinen Augen wahren These. Zwar schreibt er, seit klar wird, dass sich DHL, Hermes und Co. zur Wachstumsbremse für den Onlinehandel entwickeln, nimmt Amazon sein Schicksal in der Zustellung zunehmend selbst in die Hand. Und hat er recht. Denn gerade die letzte Meile ist ein ganz, ganz großes Problem. Und das, was DHL etwas zögerlich mit seinen Paketboxen versucht, hat Amazon in einem hohen Maße optimiert mit den Amazon Lockerboxen. Die Zahlen einfach einmal in den Raum geschmissen. 15.005 Boxen gibt es von Amazon, wohingegen es nur knappe 3.500 von DHL gibt. Dem Grunde genommen nach ist es aber auch das, was wir letzte Woche in einem Artikel, wie der Einkauf über die ein oder anderen Marktplätze in China funktioniert, lesen konnten, dass die Boxen scheinbar wirklich die Zukunft sind. Egal, ob sie nun vor Häuserbox stehen, ob sie in der Nähe großer Einkaufszentren stehen oder, das weitergedacht, ob es Abholstationen in Geschäften gibt. Ich denke mir, dass das die optimale und auch finanzierbarste Möglichkeit sein wird, wie die Zustellung in der letzten Meile im Onlinehandel passieren wird. Ja, Christian Otto Kelm hatte auch vergangene Woche einen kleinen Artikel über LinkedIn, ach, Artikel ist schon fast zu viel gesagt, eine kleine Nachricht über LinkedIn veröffentlicht. Er hat festgestellt, dass jetzt die Amazon Shops, die zu Beginn sehr stark zerredet worden sind, mit Kennzahlen versehen werden. Es werden vier Traffic-Quellen den Händlern angeboten. Das sind einmal der Traffic, der aus den Amazon Headline-Ads kommt, der organische Traffic, Tech-Markierungen und sonstige. Und der organische Traffic hatte ich schon gesagt. Ich hatte das so ein klein wenig auch erwartet, denn ohne dass Traffic-Zahlen geliefert werden, war die grundsätzliche Kritik gegenüber den Shops, dass sie kaum messbar sind, durchaus berechtigt. Jedenfalls werden diese nunmehr ausgeliefert. Ja, Stefan Wenzel, ehemaliger deutscher Statthalter von eBay, wechselt jetzt zur Tom Taylor Group. So hat er am Wochenende auf seinem LinkedIn-Profil und auf Twitter bekannt gegeben. Und zwar übernimmt er bei Tom Taylor als Managing Director and Global Vice President Digital die digitale Verantwortung. Grund, warum er von eBay gewechselt hat, war, dass die ständige Reise von Hamburg, dort wohnt Stefan, nach Berlin doch sehr beansprucht war. Tom Taylor sitzt in Hamburg, ist ein Modeunternehmen und das ist auch Stefans ursprüngliches Zuhause. Da hat er jetzt seine neue Aufgabe gefunden. Ich wünsche ihm viel, viel Glück und Erfolg und ja, vor allem auch viel Freude an seinem Job. Am Wochenende hat erstmals die vom Händlerbund organisierte Veranstaltung Net and Work stattgefunden. 1300 Karten sind laut Händlerbund verkauft worden. Von verschiedenen Teilnehmern geschätzt wurden denn dann 800 bis 1000 Teilnehmer. Das Meinungsspektrum ist recht unterschiedlich. Positiv wurde bemerkt, dass die Speaker-Auswahl sehr gut war, dass auch die Roundtables gut waren,
Auf Ausstellerseite wurde bemerkt, dass wertvolle Gespräche an den Ständen geführt worden sind. Kritisch wurde betrachtet, dass die Organisation nicht so optimal war. Das Catering mit nur Currywurst war nicht so gut. Die einzelnen Vorträge konnten sehr schlecht verfolgt werden, weil es doch technische Herausforderungen gegeben hat. Es waren wohl nicht ausreichend Kopfhörer zur Verfügung und die Afterparty war wohl eher nicht so gut. Einige der Roundtables waren zu klein dimensioniert. Bei Christian Otto Kelm standen rund 30, 40 noch herum und konnten sehr schlecht den Themen folgen. Alles in allem eine wohl gute Veranstaltung. Es war die erste mit entsprechend Luft noch nach oben. Tembe gab heute bekannt, dass zum Anfang des Monats es ein Datenleck bei FedEx gegeben hat, welches von FedEx selbst runtergespielt wird. Es gab dort wohl einen unsicheren Server, wo Kundendaten einsehbar waren. Ja, das war es soweit auch schon mit den News. Ich habe gestern Abend noch einen Artikel veröffentlicht über die Möglichkeit, eine Ausschreibung für euch zu nutzen. Der Hintergrund ist der, ich habe in den letzten Monaten sehr häufig in der Wortfilter Facebook Community gelesen, ich suche Kartons, ich suche Packband, ich suche Etiketten und das sind alles Dinge an Verbrauchsmaterialien, die es eigentlich nicht Sinn machen, einzeln anzufragen. Hier scheint es gut zu sein, wenn ihr euch euren Jahresbedarf einmal anschaut. Den könnt ihr schlicht und ergreifend selbst hochrechnen oder aber, wenn ihr Zahlen aus der Vergangenheit habt, könnt ihr die bei eurem Steuerberater anfragen, zumindest die Umsätze beim jeweiligen Lieferanten. Und ihr könnt hier einen sogenannten Jahresauftrag, einen Abrufauftrag herausformulieren, den ihr dann ausschreibt. Sprich, ihr nennt genau das Produkt, ihr spezifiziert das Produkt, sodass jeder weiß, was ihr benötigt. Und ihr gebt euer Volumen an, ihr gebt eure Abrufzeiten an, wenn ihr jetzt Papier oder Kartonagen benötigt. Dann könnt ihr die 14-tägig, wöchentlich oder monatlich abrufen, ähnlich wie auf einem Packband, sodass ihr halt im Gesamten das Jahresvolumen habt und dann halt die Abruffrequenz. Und das schreibt ihr schlicht und ergreifend in eine E-Mail und schickt sie dann an alle möglichen in Frage kommenden Lieferanten rum. Wenn ihr selbst die Sorge habt, dass ihr die Lieferanten und dass ihr nicht alle Lieferanten kennt, gibt es so ein paar kleine Kniffs und Tricks. Ja klar, zum einen Google. Befragt Google und schickt im Zweifelsfall einfach an die im Impressum hinterlegte Adresse. Könnt ihr auch anders machen. Es gibt die ein oder anderen Mail-Spider. Da könnt ihr Keywords eingeben. Dort könnt ihr dann Google mit einer gewissen Linktiefe verfolgen lassen. Und dann bekommt ihr auch relativ schnell eine ganze Anzahl an E-Mail-Adressen an die Hand, an die ihr diese Ausschreibung halt schicken könnt. Das ist eine Möglichkeit. Eine weitere Möglichkeit ist, wenn ihr international anfragen wollt, dass ihr es zum Beispiel über Alibaba Buying Request macht, der ist kostenlos und den könnt ihr auf Alibaba posten. Ihr werdet feststellen, hunderte Chinesen wollen euch ein Angebot machen. Und die dritte und letzte Möglichkeit ist auch eigentlich eine recht smarte wie einfache. Ihr schaut euch an, welche Fachmessen es denn am Ende des Tages gibt, besucht die Messeseite und schaut dort ins Ausstellerverzeichnis. Im Übrigen könnt ihr auch das Ausstellerverzeichnis über sogenannte E-Mail-Spider auslesen lassen. Die ein oder anderen kostenlosen E-Mail-Spider bieten auch gleichzeitig ein kostenloses kleines Newsletter-Tool an und das könnt ihr sogar dafür benutzen, um die Ausschreibung am Ende des Tages zu versenden. Das ist sogar wettbewerbsrechtlich konform. Ein kleiner Gedankenanstoß noch. Es macht Sinn, wenn ihr befreundete Händler habt, einfach mal abzufragen, hey, wie machst du das mit dem Paketband? Hast du vielleicht die gleiche Anforderung an Paketband wie ich? Wie machst du das mit Papier? Sprich, ihr könnt euch zusammentun und könnt euren Bedarf bündeln. Das ist kein Problem.
dem Lieferanten mitzuteilen, du lieferst jeden Monat an zwei Ablieferstellen aus. Sinn macht es jedoch, bis man den Vertrag unter Dach und Fach hat, dass gegenüber dem Lieferanten halt nur ein Verhandlungspartner auftritt, weil das ist dann auch letzten Endes, oder das ist auch letzten Endes ja die Ersparnis, die ein Lieferant dann hat, um die Mengen zu bekommen. Okay, also ich wünsche euch einen vernünftigen Start in die Woche, viel Umsatz, weil Umsatz nicht so wichtig ist, viel mehr Reibach, wenig Retouren, stressfreie und freundliche Kunden. Und wir hören uns morgen. Bis dann. Tschüss.